Gut, wir fangen jetzt also das neue Video nochmal an mit einem freundlichen. Die Klasse der Tauben ist bei Potenzgesetzen und zwar bei unterschiedlicher Basis, aber gleichem Exponenten. Nochmal kurz dargestellt, 3 hoch 4 durch 4 hoch 4 kann ich darstellen als 3 mal 3 mal 3 mal 3 durch 4 mal 4 mal 4. Und das kann ich einzeln auftrennen, indem ich sage, das ist 3 Viertel mal 3 Viertel mal 3 Viertel mal 3 Viertel. Das bedeutet aber, das ist 3 Viertel in Klammern hoch 4. Das spricht man auch, 3 Viertel in Klammern hoch 4. Man schreibt es extra so, denn man weiß, das ganze 3 Viertel muss hoch 4 genommen werden. Und wenn man sich jetzt diese beiden Dinge anguckt, und zwar das hier und das hier, dann bedeutet das, 3 durch 4 hoch 4 ergibt sich daraus, wenn der Exponent gleich ist. Jetzt kommen wir mal zum Nutzen. Das heißt also, auch in diesem Fall muss man sich ein Potenzgesetz gar nicht merken. Das würde hier in diesem Fall, dann ich schreibe es mal in blau, müsste das dann heißen a durch b hoch n. Hoch n schreibe ich da jedes Mal dran. Und das ergäbe a durch b in Klammern hoch n. N, beides mal n geschrieben, ist der gleiche Exponent, aber a und b als unterschiedliche Basen. Das gibt es auch mit anderen Buchstaben, aber das wäre das. Man kann sich's ganz schnell wieder auflösen, man muss sich nicht diesen komplizierten Ausdruck merken und weiß dann, wie man mit dem Ding umzugehen hat. Aber was, wozu brauchen wir es? Ich schreibe mal ein Beispiel hin, mache aber erstmal Pause. Tja, was mache ich mit so einem hässlichen Ding? Ich kann es im Kopf lösen, aber hier geht es scheinbar erstmal nicht. Wer kann die Wurzel aus 2, das ist 1,414 und tralala und hopsasa, geht bis ins Unendliche. Eine irrationale Zahl, verrückte Zahl. Die hat kein Ende. Die Wurzel aus 200 geht genauso wenig im Kopf zu lösen. Aber wenn ich mir was klar mache und sage, Moment, ich kann die 200 auch die Wurzel aus 200 als 200 hoch 1/2 geteilt durch 2 hoch 1/2 schreiben. Und jetzt wird zugeschlagen. Moment mal, hier hatte ich die gleiche Basis. Hier habe ich eine unterschiedliche Basis, hier habe ich einen gleichen Exponenten. Dann kann ich doch das ausdrücken als 200 geteilt durch 2 in Klammern hoch 1/2. Eben. Und 200 durch 2, das darf man kürzen. In der Klammer. Wir wissen ja, Klaps, Klammer, Punkt, Strich und so weiter. Die Klammer hat in diesem Fall den Vorrang. Das lässt sich umrechnen. 200 durch 2 ist 100. Und 100 hoch 1/2 kennen wir. Das ist nämlich nichts anderes als die Wurzel aus 100. Und das ergibt 10. Das ist das Ergebnis. So kann man sich in diesem Fall behelfen. So kann man komplizierte Ausdrücke zu einfachen Ausdrücken machen und muss sich nicht mit dem Taschenrechner Ungenauigkeiten reinholen. Denn was machen wir denn, wenn wir sagen, ich mache es jetzt mal rot falsch? Nee, das mache ich mit dem Taschenrechner. Und werde ganz luschig sagen, okay, Wurzel aus 2 ist 1,41, dann müsste das hier irgendwas mit 14,1 oder sowas sein. Das ist, hier hätte ich Schwein. Ne? Wenn ich das kürze, kriege ich auch 10 raus. Aber ich kenne ja meine Leute, es steht nicht immer so glatt da und dann holt man sich durch solche Sachen furchtbare Fehler. Was wäre im anderen Fall, wenn ich dann sage 1,414 und hier sage ich, ach komm, das reicht mir. Schon ist eine Ungenauigkeit da, obwohl es viel einfacher gegangen wäre. Versucht mal ein anderes Beispiel zu finden, und zwar rückwärts. Wir können ja auch Gleichungen kompliziert machen und sie hinterher lösen, dass man aus einer glatten Wurzel, Wurzel aus 25 zum Beispiel, rückwärts so eine Aufgabe macht und als Rätsel stellt und sagt, komm, machen wir mal. Jetzt seid ihr dran. Jetzt. Eben. Wir haben vorhin schon eine Taube angelockt, eine weitere. Jetzt hat eine Schülerin Folgendes dargestellt, und zwar, sie hat gesagt, so, das probiere ich mal aus. Ich habe hier eine 5 dastehen. Diese 5, aus der 5 mache ich was Widerliches. Naja, jetzt habe ich das widerlich gemacht, tut mir leid. Also aus dieser 5 mache ich was Ekliges. 5 ist die Wurzel aus 25, nämlich 25 hoch 1/2. Das wäre aber
50 durch 2 hoch 1/2. Das vereinzelt bedeutet 50 hoch 1/2 geteilt durch 2 hoch 1/2 oder noch ekliger geschrieben Wurzel aus 50 geteilt durch Wurzel aus 2. Ich mache was ganz bewusst mit euch nicht. Es gibt Potenzgesetze, es gibt auch Wurzelgesetze. Früher wurden noch Wurzelgesetze erklärt. Die erklären sich hier nebenbei. Das heißt also, ich könnte Wurzel aus 50 geteilt durch Wurzel aus 2 auch unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Auch das geht. Das ist ja dasselbe wie in Klammern hoch 1/2. Aber wer mit Potenzen umzugehen weiß, also auch richtig schick mit Exponentenschreibweise, der hat einen riesen Vorteil. Er sollte aber vor sowas keinen Schreck kriegen. Meine Frage hat, hat noch jemand ein schönes Beispiel, noch ein widerliches? Ja, komm. Gerne. Wunderschöne Aufgabe. 8 als Wurzel aus 64 oder 64 hoch 1/2 oder 128 durch 2 in Klammern hoch 1/2 oder. Also wenn ich mir diese widerliche Aufgabe hier hinten angucke oder diese, da kriegt man, wenn man das nicht kann, einen Schreck. Aber wenn man es kann, sagt man, komm, wird schon was werden mit der Mutter Bären. Mit der Mutter Born ist ja auch geworden. Ne? 5-mal haben sie operiert, dann haben sie gemerkt, es war ein Holzbein. Naja. Mal sehen, wer jetzt vor dem schwarzen Mann Angst hat. Also die Wurzel aus der Wurzel von 625. Was muss man da machen? Richtig, wenn man da ganz cool reingeht, sagt man, das ist die Wurzel aus 625. Ich schreibe mal die große nochmal hin. Die ist 25. Jetzt habe ich die innere Wurzel gezogen und jetzt kommt noch die äußere. Das muss dann 5 ergeben, das stimmt. Aber um jetzt diese Potenzgesetze mal anzuwenden, gucken wir mal, was das für einen Wurzelgrad ergibt. Was wird denn das für eine Wurzel? Das hier ist jeweils die zweite Wurzel gewesen. Ich habe es schon gehört, das muss ja wohl die vierte Wurzel werden. Ne? Mach das mal in Exponentenschreibweise. Jetzt haben wir es mal gemacht. 625 hoch 1/2 ist die innere Wurzel. Und den ganzen Mist, die größere Wurzel nochmal daran geschrieben, ist nochmal hoch 1/2 und das ergibt 625 hoch 1/4. Mit anderen Worten, in diesem Fall ist das die vierte Wurzel aus 625. Und jetzt brauchen wir auch keine Bange zu haben, wenn wir mal mit solchen großen Wurzeln umgehen müssen. Denn notfalls haben wir einen Taschenrechner, aber da wir viele Dinge im Kopf erledigen werden, wir wollen ja nicht die Finger alleine schulen, sondern den Kopf, kann man das auch anders machen? Kommt man nämlich auch wieder ran. Das hieße, Moment, jetzt muss ich mal schnell mir noch eine Zahl überlegen. Das hieße, 64 hoch 1/6 wäre die sechste Wurzel aus 64, weiß ich. Wie kommt man ran? Indem man diesen Bruch hier so zerstückelt, dass es plötzlich leichter wird. Was kennt jeder im Kopf? Die Wurzel aus 64, die Quadratwurzel. Also müsste man schreiben, 64 hoch 1/6 wäre demzufolge, was können wir im Kopf? Die Wurzel aus 64, die Quadratwurzel, das wäre 64 hoch 1/2. Aber da ja 1/2 mal irgendwas 1/6 ergeben muss, müssen wir noch außen 1/3 dazu schreiben. Auch so kann man jonglieren. Umgekehrt, was passiert aber, wenn ich das viel ekliger schreibe? Ich schreibe 64 hoch 1/3. Die dritte Wurzel aus 64 kann keiner im Kopf. Und dann hoch 1/2. Was haben wir dann für einen Vorteil? Na hier. Und? Man kann, wie ist es, 3 mal 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12. Man kann die 1/3 rausschreiben, die 1/2 rein und schon kann man wieder weitermachen. Eins können wir. Wurzel aus, also dritte Wurzel aus 64 können wir nicht, aber die Quadratwurzel aus 64 können wir. Das hieße jetzt hier, anders gesagt, wenn ich diese beiden Exponenten vertausche, darf ich ja, dann kann ich in diesem Fall hier Folgendes sagen. Das ist 8 hoch 1/3. Und die dritte Wurzel aus 8, die kann man. 2 mal 2 mal 2, also 2. Das ergäbe 2. Das war jetzt viel, wir werden es gleich üben, aber wir kommen jetzt noch... Ich schließe das Video an der Stelle mal ab, wir machen dann ein Übungsvideo und kommen dann zu dem Nutzen der Potenzen nochmal. Gibt es noch Fragen? Gut, schließen wir das Video an der Stelle ab, es gibt keine Fragen. Wunderschön.